Komplette Eskalation in Thüringen. Nachdem Bodo Ramelow die Wahl wirklich komplett verloren hat, droht er nicht nur den AfD-Wählern, nein, er tut auch Höcke Staatszersetzung und ihn als große Gefahr ja bezeichnen. Unglaubliche Vorwürfe, vor allem dahingehend entlarvt er sich komplett, weil er wirft das Höcke jetzt alles vor, nachdem Höcke die Wahl in Thüringen komplett mit 31, fast sogar 32% gewonnen hat, ja. Und was hat denn der Ramelow? Der hatte beim letzten Mal 31%. Was hat er jetzt? 13%. So krass ist er eingebrochen und jetzt attackiert er plötzlich ganz scharf den Björn Höcke und die AfD in Thüringen, wobei er sogar noch hinzukommt, dass er in der ersten Sitzung vom Thüringer Landtag ständig gepöbelt hat. Er hat sogar am meisten gepöbelt mit 18 Mal und das, was er jetzt macht, das schießt den Vogel wirklich mal komplett ab. Apollius hat hierzu gerade eben schon geschrieben. Thüringen. Ramelow sieht auf Thüringen große Gefahr zu kommen und wirft Höcke Staatszersetzung vor. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat einmal mehr eindringlich vor der AfD gewarnt. Sie betreibe nichts weniger als Staatszersetzung. Die demokratischen Institutionen im Bundesland seien massiv gefährdet. Und das bezieht er darauf, dass die AfD eben zu stark wird. Dass die AfD zum Beispiel die Sperrminorität hat. Sie hat die Macht, diese zwei Drittel Mehrheit, die man braucht, zu blockieren. Und da muss ich doch ganz klar mal sagen, das hat nichts mit Staatszersetzung zu tun. Das hat einfach nur damit zu tun, dass die AfD nicht alles durchgehen lässt, was Bodo Ramelow und seine Partei ständig machen. Und muss man auch so ganz klar zu sagen, der Bodo Ramelow, ja, der hat ja schon die Wahl komplett verloren, ist aber weiterhin Ministerpräsident, ja. Wo ist denn hier das Empfinden für fürs Wahlergebnis, ja? Apollius schreibt nämlich noch weiter, die mögliche Einflussnahme der AfD auf die Besetzung von Verfassungsrichterposten in Thüringen berge ihm zufolge erhebliche Risiken für die demokratischen Institutionen des Bundeslandes. Da die AfD über mehr als ein Drittel der Sitze im Parlament verfügt, können neue Verfassungsrichter nur mit teilweiser Zustimmung der AfD ernannt werden. Und wirklich kein Wunder, dass vor allem die Linke für ein AfD-Verbot ist, weil man sich wirklich mal anschaut, wie sich diese Partei im Zerfall verfindet und die AfD immer stärker wird und jetzt sogar die Verfassungsrichter mitwählen muss, damit sie überhaupt durchgehen, damit es überhaupt klappt, dass die auch wirklich Verfassungsrichter werden, dass man jetzt so eine Abhängigkeit von der AfD hat, dann ist es natürlich auch klar, dass jetzt hier plötzlich ja, die AfD als Staatszersetzung und so weiter bezeichnet wird. Und das, was er gezielt mit Höcke vorwirft, er soll sich wirklich mal so mal vor seiner eigenen Haustür kehren. Weil da liegt, glaube ich, genug, wenn er mal bedenkt, er hat die Wahl komplett verloren. Ist er denn zurückgetreten? Ist es überhaupt mal bedacht worden, ja, dass wenn man eine Wahl komplett verliert, vom Souverän, vom Bürger komplett abgewählt wurde, dass man dann einfach seinen Hut zieht und zurücktritt, weil der Bürger will einen nicht mehr. Ja, beim letzten Mal, okay, Bodo Ramelow Ministerpräsident, finde ich gut, weil ich meine, er hatte 31%, ob ich jetzt ihn oder seine Partei mag oder nicht, wenn er 31% hat und die stärkste Kraft halt ist, dann ist es halt so, dann ist er Ministerpräsident. Ist er jetzt aber nicht mehr. Jetzt hat er nur noch 13. Folglich, ja, sollte er zurücktreten, um auch einfach, und da kommen wir mal zu seinem eigenen Argument, die demokratischen Institutionen den Ruf und die Glaubwürdigkeit zu bewahren. Weil wie unglaubwürdig ist denn das, wenn jetzt am 1. September eine Wahl war und jetzt ist es über 1,5 Monate später, ja, und er ist immer noch im Amt, obwohl er komplett abgewählt wurde. Das ist eher meiner Auffassung nach ein Risiko für die demokratischen Institutionen. Auch wenn das vielleicht in der Verfassung und so weiter festgeschrieben ist, ja, das ist doch trotzdem was, wo man ganz klar sagen muss, damit regiert er gegen den Wählerwillen, gegen das Volk. Und besonders diese Befürchtung, ja, er hat zum Beispiel auch gesagt, ich zitiere nochmal, Herr Höcke ist ein gefährlicher Mann. Finde ich interessant. Das ist genauso wie wenn zum Beispiel die SPD der AfD die Schuld gibt, dass die Wirtschaft so einbricht. Herr Höcke und seine gesamte Partei, sowohl in Thüringen als auch in Deutschland, war noch niemals in Regierungsverantwortung. Deswegen ist es nur absolut dreist und absurd, der AfD irgendwie die Schuld zu geben dafür, dass es in diesem Land so schlecht läuft. Die AfD war nie in Verantwortung. Im Gegensatz zu den Grünen, zur SPD, zur CDU, zur FDP und vor allem in Thüringen zu den Linken.